Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und du hast uns einen Beitrag mitgebracht oder geschickt. Da geht es um eine Hautveränderung. Und das ist jetzt auch für mich mal wieder ein super interessanter Blog, weil ich sowas früher mal beim Kumon Ryu, so wie er, hatte, komplett schwarz. Und er hat plötzlich wie Kornkreise, so wirklich kreisrunde Hautveränderungen bekommen. Am besten von Anfang, genau. So. Und es sah aber noch ein bisschen gruseliger aus. Ja, das war wie wenn so Baumringe noch drin gewesen wären. Das ist so richtig, richtig gewachsen. Geschichtet. Was ist sowas? Sag jetzt nicht wieder Karpfenpocke, sonst hätten wir jetzt Karpfenpocke zum dritten Mal, seit wir diesen Monitor haben. Doch, es ist aber tatsächlich auch eine Koi-Pocke. Der hat hier hinten auch sowas. Wir wissen auch von diesem da Fisch, oben? Dass er es verloren hat. Das ist die Stelle, weswegen ich gerufen wurde. Ach, nicht das da hinten? Richtig, das da hinten, das kennen wir schon. Das ist eine alte Sache hier. Ach, hier an der Schwanzflosse auch. Das hat ja immer im Winter und es verschwindet im Sommer. Deswegen haken wir es unter Koi-Pocken oder ähnliche Erkrankungen ab. Okay, und dann geht es um diese... Um das da? Genau. Okay. Und was ist das? Das ist was ganz Harmloses, aber ich wollte es wirklich einfach... Ichthyo. Ich wollte es einfach mal sozusagen in die Gruppe stellen, weil es ist eigentlich nichts. Er hat nur einfach hier kein schwarzes Pigment mehr, genauso wie hier eben auch Pigmentierungsstörungen da sind. Wo das Schwarz nicht mehr deckend ist, sondern sich auflockert und da kommt weiße Haut raus. Also totally harmless, also wirklich keine Panik. Und auch das hier, wie gesagt, bekannt, verschwindet im Sommer. Wenn Sie sowas an Ihrem Kumon Ryu oder Beni Kumon Ryu sehen, können Sie sich entspannt zurücklegen, Sie brauchen keinen Tierarzt. Wir hatten letztes schon mal mit Zuschriften, man muss ja wirklich sagen, ist ja nicht jeder Koi-Experte und manche fangen ja auch an. Und er hat irgendwo einen Kumon Ryu gekauft, der war weiß, man hat ihm gesagt, der heißt Kumon Ryu. Und jetzt hat er schwarze Flecken bekommen, ob er sich Sorgen machen soll. Ja, stimmt, da war ich da sogar dabei. Da warst du sogar genau, da, gell? Richtig, das ist halt manchmal verrückt, da werden wir auch oft, auch wenn plötzlich irgendwo rot erscheint oder rot verschwindet oder wir machen oder einfach, irgendwas. Was sie wollen. Das kann man allerdings sagen. Aber man kann natürlich trotzdem mal einen Abstrich machen lassen im Frühjahr und wir haben da ein paar Würmchen gefunden. Man kann mal einen gefunden. Abstrich für 85,30 Euro machen lassen. Ja, wieso? Was der kostet ein normaler Abstrich? Ja, ohne Anfahrt, Abfahrt. Ohne Anfahrt, alles, was weiß ich so, je nach Satz. Sagen wir mal zwischen 15 und 25 Euro. Das ist aber gar nicht mal teuer. Nö. Aber es ist natürlich außenrum mit Betäubung und so, es kommt dann schon noch mehr zusammen. Aber das, was ich muss jetzt noch mal einhaken, das, was ich damals als kreisrundes Phänomen gesehen habe, das hat auch nicht aufgetragen, sondern da hat sich auch die Farbe verändert. Also es war eine ganz, ganz komische Geschichte. Ich glaube, du hast den auch mal gesehen, den Fisch. Das kann sein. Aber es gibt in der Medizin sozusagen eben immer auch wieder so Sachen, die wir noch nicht kennen oder wo wir noch nicht genau wissen, ist es gutartig, bösartig, irgendwas. Die Haut, die Schleimhaut von diesen Fischen macht eben auch Sachen, die wir nicht komplett verstehen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber es wird geforscht und wir versuchen schon das eine oder andere Rätsel zu ergründen. Perfekt. Vielen Dank. Dankeschön. Und machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.